Es ist endlich soweit. Nach 6 Wochen Warten erwartet uns heute die finale Episode der Obi-Wan Kenobi-Serie. Es sind unglaublich viele Fragen offen. Was passiert mit Reva? Wird uns wirklich noch ein Duell Vader vs. Kenobi erwarten? Sind Erwähnungen von Quinlan Voss und anderen Jedi eventuell darauf bezogen, dass wir noch eine Überraschung erleben? Diese Fragen werden wir heute klären. Das alles jetzt in der Reaction im Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich darauf freue, jetzt die letzte Episode der Kenobi-Serie zu sehen. Es gibt viele Gerüchte, wie es ausgehen könnte. Es gibt viele Gerüchte über eine zweite Staffel und. Naja, was soll ich sagen? Finden wir es raus, gemeinsam. Leute, und wenn ihr euch übrigens sowas hier öfters anschauen möchtet, ne, gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, hilft dem Video und dem Kanal hier sehr. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen traurig, dass die Serie jetzt zu Ende geht. Auf der anderen Seite sage ich es mir, mit Andor, mit The Bad Batch, mit The Mandalorian, mit Ahsoka, mit Star Wars Visions. Egal, was ihr vielleicht jeder Einzelne mal von verschiedenen Serien hält, wir können echt froh sein, so viel tollen Star Wars Content zu bekommen. Ist meine Meinung. Tatooine again. Am Ende der Geschichte befinden wir uns sowieso wieder auf einem Wüstenplaneten. Hast du mir was zu sagen? Ich hätte was zu sagen. Bricklas. Ich suche nach einem Farmer. Okay, anscheinend. Ich weiß nicht, wie sie überlebt hat, aber sie hat überlebt. Die Szene kennen wir doch irgendwoher. Feuerkraft erhöhen. Sofort, Lord Vader. Die ganzen Turboläser. Komm, wie willst du da jetzt wegkommen? Irgendwas stimmt da anscheinend nicht. Der Motivator ist hin. Die Energiekupplung machen es nicht mehr lang. Das ist immer der Motivator. Wie kümmert sich, obwohl sie ein kleines Kind ist, jetzt schon um andere? Sie haben Angst. Klein Luke und Owen. Was brauchst du, Kleiner? Owen? Es gibt was, das du wissen solltest. Er hat ihn verraten. Nein, auf keinen Fall! Du kannst mich nicht zurücklassen! Ich muss. Vader will mich. Ihr habt 10 Jahre lang unzählige Jedi beschützt. Das ist meine Gelegenheit, diese Schuld zu begleichen. Ihr alle seid die Zukunft. Du bist die Zukunft. Es ist krass, wie sich Obi-Wan innerhalb von 6 Folgen entwickelt hat. Nein. Von ich halt, mein Business ist was anderes, ich zu denke, sie, ich sie bin wieder der General aus den Klonkriegen. In Ordnung. Geh schon mal rein. Woher wusste sie, dass er hier ist? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass sie auf dem Weg hierher ist. Wenn wir uns nicht verstecken, brauchen wir Hilfe. Wen können sie denn erfragen? Wir schaffen das. Nur du und ich. Sie kommt, sobald die Sonne untergeht. Immer wenn die Sonne untergeht. Wir sind schließlich auf einem Wüstenplaneten. Ich habe etwas für dich. Ach, das ist von Tala, ne? Da ist aber nichts drin. Als ob ich dir einen Blaster geben würde, Leia. Du bist erst 10. Ich würde einen geben, nachdem, wie sie sich angestellt hat. Ist das quasi ihre Blasterhalterung, die wir auch schon aus den Originaltrilogien kennen? Komm wieder zurück. Gib keine Versprechen, die du nicht halten kannst. Ich muss mich ihm stellen, Meister. Und wer auch immer von uns beiden stirbt, es endet heute. Qui-Gon? Bist du bereit? Rogan, es gibt kaum noch Anführer. Die Leute folgen dir, also hör nicht auf. Ich fange gerade erst an. Ob das irgendwas zu bedeuten hat? Sie haben einen Rettungsshuttle abgelassen. Kenobi. Das ist er. Es wäre falsch, einen einzigen Jedi über alles andere zu stellen. Er ist nicht irgendein Jedi. Folgen Sie Kenobi. Aber der Grand Inquisitor ist klug genug, da nicht zu widersprechen. Die beiden haben ja auch ihre Historie quasi. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Vielleicht mache ich da mal ein Video drüber. Oh, wie die da jetzt aus diesem Twist rauskommen. Also bleib hier drin. Und wenn etwas schief geht, dann weißt du, was zu tun ist. Du läufst davon. Ich habe keine Angst. Musik.
Mein Schiff startklar machen. Er gehört mit Lambda. Einmal mal rein. Aber es dürfte uns jetzt klar sein, was passiert. Hoffnung. Es ist soweit. Wie die da jetzt rauskommen. Ich weiß es einfach nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die das jetzt auflösen. Außer vielleicht erkennt Reaver, dass Luke die einzige Hoffnung ist, um Vader aufzuhalten. Aber wie Kenobi da wegkommt. Kein Versteckspiel mehr. Seid ihr gekommen, um mich zu vernichten, Obi-Wan? Ich werde tun, was nötig ist. Dann werdet ihr sterben. Die Rebels-Anspielung. Das ist ein ziemlich agiler Vader. Die Revenge of the Sith und die Rebels-Anspielung in dem Dialog. Die Deckung erstmal wegschießen. Einmal mit Blumenkästen. Holy shit. Bildlich ist das wahnsinnig gut gemacht. Und Kenobi greift wirklich an. Kenobi ist hier der Aggressive. Kein Rückzug mehr. Eure Kraft ist zurückgekehrt. Holy shit. That's a big one. Er hat den High Ground. Lebendig begraben. Ihr habt versagt, Meister. Gänsehaut. Aber merkt, sie ist schon hart geschwächt, ne? Reaver ist wirklich halt am Rande, ne? Ich kann mir auch gut vorstellen, sie stirbt. Und wer da jetzt wieder rauskommt. Ihr könnt nicht entkommen, Obi-Wan. Seid ihr mein Feind? Qui-Gon, jetzt wäre ein Zeitpunkt. What? Excuse me? Das sind aber wirklich alle Kraftreserven, die er hat. Vader verliert. Kein Gastauftritt. Kein Qui-Gon. Einfach nur Obi-Wans letzte Chance. No way. Das machen sie nicht nochmal. Anakin. Anakin ist tot. Ich bin, was geblieben ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir leid. Es tut mir leid, Anakin.
alles, was geschehen ist. Ihr habt nicht an mir versagt. Obi-Wan, ihr habt Anakin Skywalker nicht getötet. Ich war es. Genau wie ich euch vernichten werde. Dann ist mein Freund also wirklich tot. Das ist er. Leb wohl, Darth. Obi-Wan! Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, war ich der Schüler. Und das war das letzte Mal. Holy shit. Wir müssen mehr drüber reden später. Das war noch nicht das Ende. Die Folge hat noch 20 Minuten. Ich kann sie ja nicht machen. Die sitzt sich selber in Luke. Die Sache ist halt, sie fügt ihm an, was ihr angetan wurde. Okay, es war doch zeitversetzt. Er muss ja ein bisschen gereist sein. Das heißt, diese Reaver-Geschichte, die ist doch ein bisschen davor schon passiert. Danach passiert halt. Nach dem Duell von Obi-Wan und Vader. Luke! Wo ist er? Er ist weg. Ben! Auf die Auflösung bin ich jetzt gespannt. Er muss ja leben. Alte Tugenden. Ich konnte es nicht. Ich habe ihr Andenken beschmutzt. Er hat sie alle umgebracht und ich kann es nicht tun. Du hast ihr Andenken nicht beschmutzt. Du hast Gnade gezeigt. Und ihn somit Frieden gebracht. Damit ehrst du sie. Bin ich zu ihm geworden? Nein. Du hast dich dagegen entschieden. Wir müssen über so viel reden, Leute. Welchen Weg du jetzt einschlägst? Ich habe 1000 Dinge im Kopf. Liegt allein bei dir. Ich glaube, ihr auch. Ihr seht die Möglichkeit, die Trilla in Fallen Order nicht hatte. Es wäre das einzige Mal, dass ein Inquisitor mit all den internen Informationen, mit all dem Scheiß, den sie oder die dann angerichtet haben, jetzt bist du frei, zurückkommt. In Richtung helle Seite. Mustafa. Oh, Leute. Wir werden jedes Hindernis vernichten, bis wir ihn gefunden haben. Ihr wirkt aufgewühlt, mein Freund. Papa Palpatine. Er wird mir nicht noch einmal entkommen. Möglicherweise haben eure Gefühle für euren alten Meister euch geschwächt. Der Imperator sieht nicht mal so alt aus. Ich diene allein euch, mein Meister. Alderaan! Wir müssen auf Alderaan sein jetzt. Klar, da war ja was. Die Frisur kennen wir doch. Und die Outfit auch. Ist das ein Holster? Hallo, Bail Organa. Aber Luke kann sich ja nicht an ihn erinnern, weil er war bewusstlos. Nun, ich fürchte um ihre Zukunft. Das Imperium wird mächtiger. Nun, falls ihr je wieder meine Hilfe braucht, wisst ihr, wo er mich findet. Und was wirst du jetzt machen? Was würdest du vorschlagen? Du solltest erstmal schlafen. Gute Idee, generell. Ich glaube, du hast recht. Prinzessin Leia Organa, du bist weise, scharfsinnig und hast ein großes Herz. Diese Eigenschaften hast du von deiner Mutter. Doch du bist auch leidenschaftlich und furchtlos.
Diese Gaben sind von deinem Vater. Sie waren außergewöhnliche Menschen mit einer außergewöhnlichen Tochter. Danke. Die Originalmusik im Hintergrund. Wenn du je die Hilfe eines müden, alten Mannes brauchst. Aber wir müssen vorsichtig sein. Niemand darf es wissen, denn es brächte uns beide in Gefahr. Kein Gedankentrick. Möge die Macht mit dir sein. Jetzt ergibt alles Sinn. Die Nachricht von Episode 4 von ihr an ihn als letzte Hoffnung. Lola im Holster. Hammer. Aber was macht Reaver jetzt? Seine Jedi-Roben wieder. Und seine Hülle, die er erstmal so zurücklässt. Mit seinem Lichtschwert sehr offen. Ich glaube, das ist nicht der Übergang zur Episode 4. Das ist eher der Übergang zum Meer von Kenobi. Ich hatte gedacht, du wolltest dich fernhalten. Das habe ich auch vor. Weißt du, Owen, du hast recht. Er soll einfach ein Kind sein dürfen. Die Zukunft kommt schon ganz von allein. Der einzige Schutz, den er jetzt benötigt, Owen, ist deiner. Kenobi geht. Pass gut auf ihn auf. Das fertig. Ben? Willst du ihn kennenlernen? Wie geht's denn so? Hello there. Da hätte ich jetzt die englische Synchro gerne gehabt. Er hat's gesagt, Leute. Alle 6 Folgen damit gelohnt. No way! Meister Qui-Gon. Endlich. Hat ja lang genug gedauert. Ich hatte schon gedacht, ihr würdet nie mehr kommen. Ich war immer hier, Obi-Wan. Du warst nur nicht bereit, mich zu sehen. Komm schon. Vor uns liegt ein langer Weg. Liam Neeson, du Lügner. Vielleicht ist ja die ein oder andere Freudenträne jetzt geflossen. So, Freunde, bevor das Video endet, ich habe gerade so unglaublich viele Gedanken im Kopf und es wird hundertprozentig 2, 3, 4 Videos kommen, was uns bestimmte Dinge zu sagen haben, insbesondere wenn ich noch ein bisschen nachgeforscht habe an Informationen, die uns bisher auf Reddit und Co. zur Verfügung stehen. Das, was ich aber direkt sagen kann, ist, es war für mich, wie ihr gerade gesehen habt, wahnsinnig emotional. Ich habe am Anfang der Folge, war ich mir nicht sicher, können die das zur Zufriedenheit auflösen? Das Duell von Obi-Wan Kenobi, ja, er war mächtiger als jemals zuvor Kenobi, aber es war die eine Situation, die ähnlich von zu Episode 3 am Ende war. Er musste gewinnen. Es gab keinen Ausweg. Da wurde alles mobilisiert. Und seine Verbindung wahrscheinlich zur Macht war stärker als jemals zuvor. Er hat Vader besiegt. Die zerbrochene Maske. Die Rebels-Anspielung. Nicht nur von den Sprüchen, dann werdet ihr sterben von Vader, sondern auch mit der Maske. Der Spruch von Episode 3, ich werde tun, was ich tun muss. Sein Sureso und das auf diesmal auch aggressiv teilweise genutzt, weil er keine andere Möglichkeit hatte. Das Ende mit Leia, was für mich Sinn ergibt. Wo ich wirklich mit zufrieden sein kann. Keiner darf davon wissen. Aber natürlich wendet sich Leia am Ende an den einen Mann in Episode 4, der ihr schon einmal aus so einer Lage hinausgeholfen hat. Natürlich kann Reaver an dieser Stelle Luke nicht töten. Und es bietet eine so gute Möglichkeit, eine Redemption-Story, eine Wiederkehr-Story zu bekommen, die Trilla, die zweite Schwester aus Fallen Order, nie als Chance gesehen hatte. Natürlich sehen wir am Ende Qui-Gon. Liam Neeson, der noch gesagt hatte vor Monaten, nein, ich wurde nie angefragt, keine Ahnung. Natürlich haben wir ein Hello there am Ende bekommen. Ja, wie geht's denn so? In der englischen Synchro, dann wahrscheinlich. Ich bin super, super froh und auch dieses Aufbruch zu neuen Ufern. Wir werden eine zweite Staffel sehen, da sind wir uns sicher. Es waren die höchsten Einschaltquoten, sogar höher als The Mandalorian Season 2. Hier mit Kenobi. Die Schauspieler haben schon gesagt, sie haben Bock. Und das Ende, das brauchen wir. Für mich die 5. und die 6. Folge jetzt. Absolut großartig.
Ich weiß, es kann sicherlich wieder einige geben, die da Plotholes finden und sich sagen, das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Aber soll ich euch mal was sagen? Allein, dass ich am Ende Tränen in den Augen hatte, ist für mich einfach Zeichen, dass mich die Folge abgeholt hat. Mehr als nur ein bisschen. Und das hat ganz vieles wieder gut gemacht von dem, was ich vielleicht am Anfang nicht ganz so toll fand. Für mich eine Folge, eine 9 von 10, das Ende vielleicht sogar eine 10 von 10. Eure Meinung dazu sehr, sehr gerne einfach unten in die Kommentare mal schreiben. Würdet ihr euch über eine zweite Staffel freuen? Es gibt einige News, die tatsächlich mit, ich will nicht so viel spoilern, aber da wird sehr, sehr viel kommen in nächster Zeit hier auf diesem Kanal. Ihr solltet auf jeden Fall abonnieren. Gestern habe ich den Original Bo-Katan-Helm ausgepackt, der einer der besten Hasbro-Helme ist, die mir bisher untergekommen sind. Da könnt ihr gerade irgendwo hier unten draufklicken. Ansonsten abonniert den Kanal, Daumen nach oben und möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Mal, euer Buddy.